Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, heute gibt es ein Video außer der Reihe. Tatsächlich, irgendwie hatte ich das so gar nicht geplant, aber Anfang der Woche, also dieser Woche, schrieb mich die Firma Brigitte an. Ich muss dazu sagen, dass mich die Firma Brigitte schon mal angeschrieben hat. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, es war letztes Jahr. Und zwar hatten die mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, den Adventskalender von der Brigitte Box zu unboxen. Und ich habe wirklich lange gehadert, aber Leute, ich bin Weihnachtself, ja? Ich kann euch doch nicht im Oktober sagen, was in eurem Adventskalender drin ist. Ja, also ich finde diese Videos so Nonsens. Es soll doch eine Überraschung sein. Es soll doch eine Überraschung sein. Und deswegen habe ich damals abgelehnt, weil es einfach für mich als kleiner Weihnachtself überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte, euch diesen Adventskalender zu zeigen. Und das werde ich auch bei keiner anderen Firma machen, Freunde, weil das spricht absolut gegen meinen Weihnachtsgeist. Das ist einfach so. Aber, wie gesagt, Anfang der Woche, Storytime hier, Storytime! Anfang der Woche schrieb mich dann eine nette Mitarbeiterin der Brigitte bzw. Brigitte Box an und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal die Brigitte Box zu zeigen, zu unboxen. So, und auch da habe ich kurz überlegt, denn ich muss euch wirklich sagen, ich persönlich bin so komplett weg von diesen Boxen. Was nicht heißt, dass ich gegen dieses Konzept bin. Ich finde diese Boxen schön. Das ist so eine kleine Überraschung für sich selber. Ich bin halt irgendwie dann komplett weggegangen von dieser Boxengeschichte. Ich hatte da dann irgendwann keine Lust mehr drauf. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich mir sowohl, was das Düfteln angeht, eine Box abonniert habe, als auch, dass ich jetzt einfach wieder Lust hatte, mal so eine Box zu probieren. Und von daher habe ich dann der Mitarbeiterin geantwortet, dass ich es total cool fände, die mal anzugucken. Alleine für mich auch mal, um reinzuschnuppern. Und ja, vielleicht geht es euch ja ähnlich. Vielleicht seid ihr abgekommen von diesem Boxenthema, genau wie ich. Und seid ihr denkt jetzt aber, ach Mensch, vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal so eine Chance. Damit ist dieses Video dann für uns quasi. Und wir gucken uns die Brigitte Box mal genauer an. Ich muss sagen, ich habe mir damals keine Unboxing-Videos dazu groß angeguckt. Ich glaube, eins habe ich mal gesehen bei einer YouTuberin. Und da fand ich die Produkte ganz cool. Aber es war jetzt auch nicht so, dass die mich aus dem Höschen geblasen hätte. Ja? Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das jetzt bei meiner Box ist und was da drin ist. Lange Rede, gar keinen Sinn. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Unboxing. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt jetzt dran. Viel Spaß. So, den Karton selber habe ich schon geöffnet, damit ich die Sachen rausholen kann. Alleine aus Platzbegrenzung. Und da kam das Ganze mir so entgegen. Ich hole dann mal raus. Das erste, was mit in dem großen Karton drin ist, ist von Eat Natural. Der Simply Vegan oder die Simply Vegan Fruit and Nut Bar mit Peanuts, Coconut and Chocolate. Lecker, 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 würde ich sagen. Das scheint so ein, naja, einfacher, gepimpter Müsli-Riegel zu sein, nenne ich es jetzt mal. Finde ich sehr interessant, vor allem finde ich es gut. Ich bin nicht so ein Freund von diesen Proteinriegeln. Erstens mag ich sie nicht. Ich mag diese Proteinkonsistenz, ist nicht meins. Abgesehen davon stehe ich dem Ganzen sehr kritisch gegenüber. Von daher finde ich diese einfache Nuss- und Kokosnuss-Variante super lecker und super interessant. Und dann war ich auch tatsächlich überrascht. Das erste, was ich nämlich in der Hand hielt, ist dieser für mich 90er Jahre Sportrucksack. Witziges Muster ist von der Firma, wie heißt die hier? Loki. Finde ich mega, mega witzig. Hat so ein bisschen was von einem Drachenmuster. Mich erinnert das mega an so einen Flugdrachen. Ich mag diese Sportbeutel aber ganz gerne mal. Gerade wenn man nicht so viel mit hat. Auch ich als Mami eines Sohnes auf dem Weg zum Spielplatz, wenn du eben die Hände frei haben willst, ist das ganz nett. Gefällt mir also sehr, sehr gut. Dann habe ich unten drin die aktuelle Brigitte. Da werde ich also mal reingucken. Ganz ehrlich, ich habe mir so lange keine Zeitschrift mehr gekauft.
das ist schon unnormal, weil ich heutzutage eigentlich fast alles online nachlese. Shame on me, ich weiß. Aber ja, ich finde es tatsächlich auch ganz cool, mal wieder eine Zeitschrift im Haus zu haben. Dann habe ich hier noch meine Info, Augen auf. Und zwar steht hier, leider hatten dieses Mal nicht alle Produkte in der Box Platz. Deswegen versteckt sich ein weiteres Produkt im Versandkarton. Das wird dann der Rucksack sein, vermute ich mal. Und dann habe ich hier noch so ein Pamphlet. Shopping und Lifestyle Sommer 2020. Was seid ihr? Ach, das scheint so ein Rabattheftchen zu sein. So sieht es aus. Also auch das werde ich mir mal einverleiben später am Tag. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und dann haben wir hier die Box. Wie eigentlich alle diese Abo-Boxen kommen die in einem relativ schön stabilen Karton. Ich habe die schon ganz oft wiederverwendet. Für Kosmetika oder einfach zum Sortieren von nicht ganz so großen Dingen im Haushalt. Sehr, sehr gute Qualität auf jeden Fall und sehr, sehr nett mit dem Schleifchen. Ich mag sowas, das gibt einem gleich so ein Geschenk an sich selbst Gefühl, finde ich. Und dann gucken wir mal rein in die gute Stube. So, auch da habt ihr so ein Pamphlet mit bei. Ah, okay, da sind die einzelnen Produkte drin. Das gucke ich mir jetzt mal noch nicht an. Ich möchte mich jetzt ja überraschen lassen, was so drin ist. Ich nehme hier gleich mal so das größte Paket, was mir jetzt so in die Hände fällt. Foodna Vital Kick. Schnelle Hilfe bei brennenden und müden, schweren Füßen. Das ist das Teilchen hier. Da scheint so ein Kühlstick zu sein. Kühlender Soforteffekt, entspannende Massage, spendet Feuchtigkeit und beruhigt die Haut. Für 90 Anwendungen. Ja, das scheint so eine Direktpflege zu sein. Ich sag jetzt mal, wenn du so Ballenschmerzen hast oder sowas, dann massierst du damit so ein bisschen deinen Ballen, zum Beispiel jedenfalls. Und ja, das soll wohl dann Abhilfe schaffen. Ich bin sehr gespannt, habe ich noch nie was von gehört. Ja, sehr interessant. Das nächste Produkt, auch das finde ich äußerst interessant, von Mitchell & Peach, das English Leaf Shower Wash. Erinnert mich direkt mal an, ja, Molton Brown zum Beispiel, die Produkte, oder Jo Malone. Also ich finde, diese Optik ist sehr ähnlich. Das ist also quasi ein Duschprodukt. Ja, riecht sehr, sehr, sehr schön frisch. Nach Spa einfach. Lecker, lecker. Ich bin sehr gespannt. Und es ist auch eine sehr, sehr schön große Verpackung. 100 ml, da kommt man schon gut mit rum. Dann habe ich drin von Blütezeit Naturkosmetik das pflegende Gesichtsöl. Für die Haut ab 30, das ist natürlich für mich perfekt mit meinen 37. Auch da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin nämlich gerade gesichtsölfrei quasi. Es ist alles entweder kaputt oder also umgekippt oder alle. Und von daher bin ich sehr gespannt, das auszuprobieren. Es ist mit Goji-Beere und Aprikosenkernöl. Bei Aprikosenkernöl muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich das Gefühl habe, dass alle Produkte, die das in sich haben, bei mir so eine leichte Unterlagerungstendenz machen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, das auszuprobieren. Dann habe ich, und das finde ich auch sehr, sehr spannend, von der Firma Tees oder Tees Object of Affection den Lip Balsam. Ich bin sehr positiv überrascht, weil ich von Tees oder Tees schon einen Pinseleimer in einer Box hatte und den finde ich überragend. Der ist ganz, ganz, ganz toll. Und von daher, ich wusste gar nicht persönlich, dass die, ich schaffe es auch, das komplett zu zerstören, Freunde, ja. Ich wusste gar nicht, dass die auch Beauty-Produkte machen. Ich dachte, die würden nur Pinsel machen. Oh, so kann man sich irren. Sehr, sehr interessante und witzige Verpackung. Nicey, nicey. Da ist er. Sehr schöne Farbe. Vanilla Sky heißt die Farbe und ich finde auch das Packaging sehr, sehr, sehr schön. Also das ist sehr wertig und kommt mit einem Spiegel, was ich auch sehr schön finde. Und wie gesagt, ich finde die Farbe ist unfassbar schön tragbar. Ist auch matt, hat also keinen Schimmer. Werden wir mal in einem Video ausprobieren, Freunde. Ich bin ganz beglückt. Wow, ist es noch lange nicht zu Ende hier, Leute. Oh, das finde ich auch cool. Yogi-Tee, Hibiskus-Minze, der wird gleich kalt gestellt. Mit Himbeerblättern, aus frisch gebrühtem Tee und mit Agavendicksaft. Das finde ich sehr, sehr nett. Das werde ich morgen mitnehmen, denn morgen fahre ich mit meiner Freundin Brautkleid, Kuckuck. Und ja, da werde ich das Fläschchen mitnehmen als kleine Wegzehrung.
Ich kenne persönlich die Yogi-Tees auch, allerdings noch nicht in kalt und zum Mitnehmen. Von daher, ich bin gespannt. Meine Güte, es reißt nicht ab. Dann habe ich hier von der Bodyguard Farm die Gelmaske mit Hyaluron. Auch da, sehr, sehr, sehr gespannt für alle Hauttypen, für eine Anwendung. Ich kenne diese Firma nicht. Kennt ihr diese Firma? Also, ja, ich bin sehr gespannt. Hyaluron, kann ja nie schaden. Dann habe ich von Yves Rocher The Lavendin Concentrated Shower Gel. Ist das jetzt mit Lavendel, Freunde? Lavandin? Also, es weist für mich alles auf Lavendel hin. Leider ist meine Nase gerade extremst beeinträchtigt. Ich kann gerade gar nichts riechen, Leute. Aber ich habe von meiner Schwester schon mal von Yves Rocher was zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und die Sachen fand ich gut. Das waren Duschgel und eine Bodycreme. Von daher bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das hier ist. Und ich liebe Lavendel. Also sollte es Lavendel sein, Freunde, dann mag ich es bestimmt. Für 40... Wow, alles klar. I am taking action for the planet. Das scheint Concentrated Shower Gel. Ja, wer lesen kann, Bötchen, ist klar am Vorteil. Leute, das ist keine Probe, das ist die Originalgröße. 40 Duschen, genau wie 400 ml, also so ergiebig wie 400 ml. Zweimal weniger Plastik, 100% recyclable bottle, also 100%ig abbaubar, die Verpackung. Oder wiederverwendbar, nicht abbaubar, wiederverwendbar. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie oft ich noch, wie ich bin gespannt in diesem Video sage, Leute. Oh, noch was, was ich morgen mitnehmen kann. Von Lavazza, den mobilen Espresso. Ich persönlich liebe Lavazza-Kaffee. Also ich finde Kaffee, das ist genau wie mit Wein, ne? Das, was ich liebe, magst du nicht. Das, was du magst, mag ich nicht. Ich mag Lavazza sehr, sehr, sehr gerne. Und das hier ist ein Double Espresso mit Milch, Iced Coffee. Der wird auch kalt gestellt und wird morgen mitgenommen. Ich muss mir heute Abend definitiv eine kleine Kühltasche rausstellen. Ich habe auch schon zwei kleine Säckchen im Kühlschrank stehen. Die nehme ich auch mit, Leute. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Und das ist für mich für die Fahrt. Dann habe ich von La Mer den Ultra Hydro Booster. Multi-Effekt Eye Patches. Oh, sowas liebe ich. Das ist klasse. Ich liebe Unteraugen Kleber. Diese kleinen, ihr wisst schon. Was ist ein anderes Wort für Patches, Freunde? Es geht halt nicht alles einzudeutschen. Es geht halt nicht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also diese Dinger für den unteren Augenbereich. Ohne Parfum. Und mit Verfallsdatum drauf gedruckt. Finde ich super. Aus Biozellulose. Die werde ich also auch morgen direkt auf die Augen, auf den unteren Augenbereich ballern und mich meines Lebens freuen. Wie süß. Und zwar ist hier drin ein kleines Notizheft. Wie geil ist das denn? Ein Heft mit büttengeprägtem Papier in A7. Sehr, sehr nett. Ich liebe sowas als jemand, der YouTube-Videos macht, von euch Videowünsche bekommt, Make-up-Look-Ideen von euch bekommt, etc. pp. Ist es wirklich nett, sowas in der Hand zu haben oder in der Nähe zu haben, um das zu notieren. Und ich habe auch ein Notizbuch, in das ich tatsächlich schreibe. Und von daher finde ich das echt ganz süß für die Handtasche. Und das letzte Produkt ist dieses Pferdchen hier im wahrsten Sinne. Almermachers echte Pferdesalbe. Macht frisch und vital. Dermatologisch getestet. Pferdesalbe, ist das nicht sowas für Leute mit Muskelbeschwerden? Wir werden mal lesen. Almermachers echte Pferdesalbe ist der bewährte Frischmacher nach körperlicher Anstrengung und Ermüdung. Die vitalisierende Hautpflege kühlt und regeneriert beanspruchte Körperstellen und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und Wohlbefinden. Die Pferdesalbe enthält natürliche bewährte Inhaltsstoffe wie Kampfer, Rosmarin, Annika und Rosskastanienextrakt. Anwendung großzügig auf beanspruchte Körperstellen auftragen und ausgiebig einmassieren für eine angenehme Durchblutungsförderung. Nicht auf offene Wunden und bei Kleinkindern und Säuglingen. Ja, ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall ein Riesenhumpen. 200 ml, definitiv auch eine Originalgröße, würde ich sagen. Ich bin ganz gespannt. Leute, ich bin gespannt. So, wir haben alles, Freunde.
Das Heftchen hier sagt uns dann nochmal, was alles ist und wie viel alles kostet, was ich auch sehr, sehr nett finde. Ich würde sowas, wie gesagt, es sind Überraschungsboxen, Leute. Das ist auch das Einzige, was ich jetzt so bei der Recherche nicht ganz so gut fand. Und das ist auch so das, was, wo ich dem Brigitte-Team, also, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube, auch da scheiden sich die Lager, ja. Bei mir ist es halt so, die Abo-Box ist für mich eine Überraschungsbox. Es ist genau das gleiche Thema wie mit dem Adventskalender. Ich sehe einfach überhaupt gar keinen Sinn darin, vorher zu wissen, was in meiner Box ist. Ich habe mir auch früher keine Unboxings angeguckt, bevor meine Box da war, weil ich will mir doch selber nicht meine Überraschung nehmen. Und als ich eben, um zu gucken, wie viel die Brigitte-Box genau kostet, weil ich es nicht genau wusste, auf der Internetseite war, habe ich gesehen, dass der komplette Inhalt dieser Box, die ich jetzt hier bekommen habe, was wohl die aktuelle Box ist, zu sehen war. Und das finde ich irgendwie, also vielleicht bin das nur ich, schreibt mir super gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin da halt der Überraschungsmensch. Ne? Wenn ich mir sowas schon gönne, so eine monatliche Abo-Box, dann möchte ich auch nicht wissen, was drin ist. Und die Gefahr, wenn ich auf die Seite gehe, um was zu gucken, dass ich es einfach sehe, ist mir zu groß. Also das finde ich persönlich jetzt nicht ganz so schön. Das ist jetzt kein super großer Minuspunkt, aber das ist was, wo ich mir wünschen würde. Es ist eine Überraschungsbox, ne? Überraschungs-Abo-Box, Freunde. Ne? Lasst es doch eine Überraschung. So sehe ich das, ne? Generell muss ich sagen, ich habe mir das mal anhand dieses Heftchens hier hochgerechnet, auf was für einen Wert ich gekommen bin, und das sind knapp 86 Euro. Ihr zahlt für diese Box normal 29,90. Ich habe sie, wie gesagt, kostenfrei zum Unboxing zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank nochmal an das Brigitte-Team. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und ich muss sagen, ich finde die Produkte sehr, sehr cool. Also ich kann mit allem irgendwie was anfangen. Es sind generell viele Produkte dabei, die ich cool finde. Also diese Unteraugen-Patches finde ich mega. Den Kaffee finde ich mega. Also die Getränke finde ich super. Ich liebe Duschprodukte. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einen kleinen Reinigkeitstick habe. Und von daher wird sowas super schnell durchgeholzt. Auch da freue ich mich wahnsinnig drauf. Generell finde ich es total lustig, weil diese Box keine richtige Thematik hat. Also es ist sehr quer durch die Bank. Was ich aber auch sehr cool finde. Also man muss nicht immer ein Thema haben. Und ja, also mir gefällt sie sehr, sehr gut. Seid ihr Abonnenten der Brigitte Box? Wie findet ihr sie? Findet ihr, sie lohnt sich? Ist das was, wo ihr sagt, das gönne ich mir jeden Monat? Das würde mich total interessieren. Nach dem, was ich jetzt in der Box hatte, kann ich sie anraten, wenn ihr euch eine Überraschung machen möchtet. Und ihr mögt, ich sage jetzt mal, alles, was mit Lifestyle zu tun hat. Also nicht nur Beauty, sondern auch Essen, Trinken, Fashion, alles, Familie und Co. Dann, glaube ich, seid ihr damit echt ganz gut bedient. Und man muss auch wirklich sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich jetzt hier in meiner Box hatte, wirklich sehr, sehr, sehr gut ist. Und man hat da definitiv kein Minusgeschäft gemacht. So, meine Lieben, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Dann drücke ich euch jetzt, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!